Ich habe Diana vor 3 oder 4 Jahren auf internationalen Wettbewerben gesehen. Also da war sie noch ein Küken, ja, ein Tanzküken. Und schon damals ist mir ihr außerordentliches tänzerisches und künstlerisches Talent ins Auge gestochen. Mikele ist relativ frühzeitig aufgefallen durch eine unglaubliche Zielstrebigkeit. Das war frappierend. Also schon in der ersten Klasse haben wir die Kommentare von den Lehrern gehört und damit, ja, Mikele muss man mal bremsen und man muss ihm mal sagen, mach das Bein nicht so hoch, das Bein ist eigentlich hier und nicht da oben. When I'm on stage, I am totally a different person. And I really enjoying changing my personality and then like really get into the role. Well, dance for me, it's something I cannot explain with words. It's much easier to dance. Also ein Talent zu haben ist das eine, aber die harte Arbeit, ja, Tänzer zu sein oder Tänzerin zu sein, das ist ein hartes Brot. Das ist wirklich ein hartes Brot. Aber es ist auch nicht nur hart, es macht ja auch Spaß. Die beiden oder die jungen Leute, die haben die Leidenschaft für diesen Beruf und mit Leidenschaft kannst du alles machen. Na, heutzutage, das reicht nicht aus, wenn du ein super klassischer Tänzer bist. Die Vielseitigkeit ist heutzutage viel mehr gefragt als zum Beispiel damals in unserer Zeit. Das ist das Ausbildungsprogramm, was wir anbieten, was eine sehr hohe Balance hat zwischen der klassischen, profunden Technik, aber eben auch moderne, zeitgenössische Tanzstile. Wir arbeiten viel mit Gastlehrern, Gastchoreografen. Also das ist eigentlich eine Rundumbetreuung. Auch das Internat ist sehr wichtig. Wir haben ein Internat, wo die nationalen und auch internationalen Studenten wohnen, einfach diese Care, diese allumfassende Care, ja, für alles. For me was so strange because I actually never cooked before. Me too, I just learned when I came here. Also wir haben da ein spezielles System, so wie wir sie Schritt für Schritt auch in der Schule auf diesen internationalen Markt vorbereiten. Das gleiche Konzept haben wir auch im Internat. Das heißt, die Jugendlichen müssen in einer gewissen Periode, in einer gewissen Zeit lernen, autonom, unabhängig zu agieren. Das ist hier in den Studios so, wie auch letztendlich im Privatleben. So dass, wenn sie die Schule verlassen, sagen wir mal, mehr oder weniger bereit sind auf all das, was sie im Leben erwartet. And here, Ah, das ist here we can see Michele when I was so little. I was 12 there.